Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Hospital. Huch, ich sehe gerade, hier wurde eine vergessen. Moment, das machen wir noch schnell. Nach Hause. So, dann würde ich jetzt mal hier die ganzen Leute rausnehmen. Das müssen wir ja nämlich alles nicht mehr machen. Da sind wir ja durch. Dann kriegen wir jetzt auch keine Nachrichten mehr, die uns stören. Und ja, wir haben sehr viel Geld bekommen. Ich musste witzigerweise die ganze letzte Folge nochmal schnell nachspielen. Deswegen könnte sein, dass jetzt hier ein bisschen was anders aussieht, dass ich vielleicht auch noch irgendwas vergessen habe. Ich musste das hier nochmal bauen und auch nochmal die Aufgaben neu machen. Also damit wir die Kohle hier kriegen. Und jetzt muss ich mal schauen, was wir jetzt alles mit dieser Kohle anstellen können. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Spezialraum hier. Das wissen wir. Hier ist er schon vorbereitet. Jetzt müssen wir mal gucken. Von welcher Station war der jetzt so? Von der hier, ne? Genau, das ist das die Sonderverfahreneinheit. Dafür gibt es ja halt den OP-Raum quasi nicht mehr. So. Würde ich sagen, kriegt er das hier. Ich baue den jetzt auch genau hier hin, wo wir ihn hatten. Ich glaube, das ist okay. Ja, erstmal so eine Wand, würde ich sagen. Generell, stimmen die Wandfarben nicht, ne? Warte mal, das mache ich mal eben, weil es mich einfach stört. So. Ja, falls ich irgendwas vergessen habe, was ich in der letzten Folge gemacht habe und jetzt nicht mehr da sein sollte, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn es so ist. Kann ich jetzt aber, ja, weiß ich jetzt halt nicht. Leider. So, die Tür kommt hier hin. Ein Teppich. Nehmen wir die hier. Die sind ganz hübsch. So. Die Trage haben wir ja schon. Die können wir gleich... Oh, Entschuldigung. Das können wir hier gleich übernehmen. Wie rum ist denn hier was? Ich vergesse das jedes Mal. Warte mal, so rum, oder? Hier ist jetzt der Kopf. Bin mir nicht ganz sicher. Mach es gleich dahin. So, der braucht jetzt das Ding. Nee, ist genau wieder falsch rum, ne? Verdammt. Ist mir jetzt egal. Wie viele brauche ich? Das Ding brauche ich auch noch. Wohin? Nee, es gefällt mir irgendwie nicht. Das ist jetzt alles falsch rum quasi. Das finde ich doof. Ah, Moment. Ah, komm, dann stellen wir es halt hier hin, ist auch okay. Aber bitte so rum. Okay. Dann brauchen wir hier noch einige Sachen. Kann ich die hinstellen, wo ich will, oder musst du da hin? Nee, scheinbar nicht. Dann stellen wir den da hin. Die Schälchen drauf. Eine Spüle kommt dorthin. Was ist das denn? Mobiler Arbeitsplatz fehlt noch. Den hätte ich eigentlich ganz gern hier auch beim Bett tatsächlich. Moment. Machen wir es so. Dann das Ding hier noch. Stehe ich dahin. Und einen Mülleimer, der kommt dahin. Jetzt haben wir es schon, oder? Dürfte fertig sein. Muss da... Nee, da baue ich keinen Arzt rein, ne? Das machen die, glaube ich, so. Okay. Ja, dann haben wir den Raum soweit fertig. Müssen wir mal gucken, ob einer reicht oder ob wir da mehr brauchen. Das kann ich noch nicht sagen. Hier ist es auch ziemlich dreckig immer noch. Vielleicht brauchen wir sogar noch... Warte mal. Das könnten wir jetzt sogar machen. Wir können mehr Leute anstellen. Moment. Wo haben wir denn hier mal so einen Sanitäterraum? Entschuldigung. Hier. Wir brauchen ja quasi nur ein Regal mehr. Und dann sollten wir hier schon... Ja, dann können wir schon einen neuen Hausmeister einstellen. Schnell zu. Nee, ist alles doof. Nehmen wir die. Da steht gar nichts. Das ist alles blöde Werte hier. Komm, ich ruhe sich schneller aus. Achso, ja, dann nehme ich den Zocker. So, haben wir noch einen mehr. Vielleicht brauchen wir auch noch in dem anderen. Hier war doch noch irgendwo. Ach, hier ist der. Da können wir auch noch locker ein Regal einstellen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Jetzt können wir mal ein bisschen prassen, solange die Kohle stimmt. So. Jetzt muss ich hier natürlich noch in den richtigen... Nee, Cardio. Da. Oh, ein Frühaufsteher. Das ist ja wunderbar. Nehmen wir. Und für die Nacht, Entschuldigung, die wollte ich nicht. Vielleicht hier, nutzt Freizeit, um zu lernen oder bewegt... Ach komm, wir nehmen mal bewegt sich schnell. Ich glaube, das ist ganz gut hier. So dreckig, wie das hier ist. Okay, gut, dann hätten wir das. Ein paar mehr Hausmeister. Was brauchen wir noch? Ich wollte die Apotheke hierhin machen, ne? Okay, dann müssen wir uns mal anschauen, wie groß so eine Apotheke... Haben wir ja noch nie gebaut, da müssen wir immer gucken. Hier, Pathologie, ist das eine Verwaltungsabteilung? Ja, ne? Apotheke und Souvenirladen. Quasi eins. Ja, die kleine Ecke hier ist ein bisschen... Was mache ich denn damit? Ich lasse die mal. Ich habe eine Idee.
Ich habe eine witzige Idee. Mal gucken, ob es klappt. So, jetzt erstmal die Apotheke. Die hätte ich gern ein bisschen neutral quasi. Muss man kurz gucken. Apotheken. Wie sehen denn Apotheken aus? Wie sehen das aus? Ja, oder? Vielleicht machen wir hier mal sowas Buntes vielleicht. Ja, das ist doch ganz schön. Nehmen wir das. Sehen wir zwar eh nicht, aber hey. So, ich will das nämlich eins in eins machen. Wir machen, das wird Souvenirshop und Apotheke quasi in einem, so getrennt dann. Vielleicht machen wir da noch irgendwie Glas. Ja, das können wir eigentlich machen. Wartet mal. Wir hauen da einfach Glas zwischen. Möchte ich das so machen? Quasi. Na, warte mal, wie viel ist denn das jetzt? Das sind fünf. Die haben sogar sieben. Oh nee, das war nicht ganz richtig. Dann so. Die Wand weg. Und. Moment. Die Glasdinger, wo haben wir die denn so? Hier. Dann würde ich nämlich hier einfach so. So, und hier eine Glastür dazwischen. Gibt es auch eine größere? Na, die sind alle so klein, leider. Na gut, dann nehmen wir die und irgendwie farblich passend, das hier vielleicht. Ja. Und das will ich hier auch. Auch die, ja. Dass man gleich reingucken kann. Aber vielleicht nehmen wir dann einfach sowas. Eine Zweierbreite. Das würde auch gehen. Ich nehme die. Ja, dann einmal so. Und. Einmal hier. So, Boden. Das finde ich ganz schön mit der Trennung, muss ich sagen. Und jetzt haben wir, ja, können wir passend auch noch Dinge, oder nehmen wir es da ein bisschen anders? Vielleicht nehmen wir da Parkett. Ich nehme Parkett. Wie rum ist das? So rum? Nee, ich will genau so rum. Ja, wunderbar. Okay, das geht. Ja, die Tür, ich weiß, das ist irgendwie doof hier. Naja, ist egal. Haben wir noch irgendwo. Warte mal, wo ist denn das? Was ist denn das? Ach, ich kann Krankenwagenparkplatz jetzt selbst bestimmen. Ach, krass. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Also, ich kann jetzt selber. Das, was wir hier haben, das können wir jetzt selber bauen. Ach, cool. Hier auch das Kleine an der Straße scheinbar auch. Warte mal, Krankenwagen-Abladestelle. Die könnten wir direkt hier. Aber warum geht denn das nicht? Warte mal. Wenn ich jetzt die Karte. Nee, genau, falsch rum. Hier hätte ich es halt. Warum geht das nicht? Okay, da kann ich es irgendwie gar nicht hinsetzen. Weiß nicht warum. Nein, nein, war's doch Gott. Ich kann es komischerweise nicht hier, aber geht auch nicht. Krankenwagenablaststelle kann nicht bearbeitet werden, während ein Krankenwagen. Patienten. Bla. Mehr steht da nicht, okay. Also müsste der hier quasi weg, ne? Dann könnte ich es vielleicht umändern, weil dann könnten wir das näher hier hinstellen, quasi. Na gut. Können wir jetzt aber leider nicht. Also, dann wird jetzt hier erstmal Souvenirladen. Wäre das dann für mich? Oder umgekehrt? Nee, warte mal, wir machen das hier der Souvenirladen, weil es ein bisschen größer ist mit dem hier. Oh, halt. Und das dann als Apotheke. Nein! Oh Gott, das war nicht so gewollt. Hupsa. Was ist denn das hier? Oh je. Ich wollte den jetzt hier nicht den Arbeitsplatz klauen. Ich hoffe, da hat sich jetzt nichts hier mit dem Schreibtisch oder so. Ist die jetzt raus? Hey, warum sind da keine drin? Da habe ich noch gar keine eingestellt. Ach, das sind die. Das ist ein Zusatzraum, den ich noch gar nicht. Hey, habe ich den vergessen? Ich bin gerade sehr verwirrt. Hier arbeiten auch kaum Leute. Habe ich hier irgendwie die Leute vergessen? Habe ich den mal gebaut, um mehr. Pat oder habe ich das dann. Ich weiß gar nicht. Warum ist der leer? Oder sind die jetzt echt verschwunden? Dadurch, dass ich das hier gerade ein bisschen gekürzt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe es nur um eins erweitert. Hier ist ja nichts drauf. Also der dürfte jetzt eigentlich nichts verloren haben, oder? Wo sehe ich denn das? Das ist die Abteilung. Warte mal. Das ist die Chirurgie, ne? Ja. Also von der Anzahl stimmt hier, glaube ich, noch alles. Moment. Wo sehe ich denn, wer da arbeitet? Ja, jedes Mal wieder muss ich suchen. Ich finde es einfach nie. Personalliste der Abteilung. Sehe ich jetzt irgendwo, ob hier jemand seinen Platz verloren hat, quasi? Das hier? Sind das jetzt die hier alle? Warte mal. Hier ist auch keine. Haupt. Oder ist das was anderes? Ah, nee, Hauptspezialisierung. Die haben einfach keine Spezialisierung. Achso. Okay.
Nee, ich glaube, die haben alle. Weiß es nicht genau. Schichten stehen ja hier. Nee, ich glaube, da ist jetzt keiner verloren gegangen. Ich glaube, hier hat einfach von sich aus nie einer gearbeitet, quasi. Ja, lassen wir erstmal. Will ich mich jetzt gar nicht drum mit beschäftigen. Ich will das hier weitermachen. Also, jetzt haben wir hier die Apotheke. Jetzt muss ich erstmal gucken, was es hier alles gibt tatsächlich. Das sind die Medikamentenregale. Okay. Wie machen wir denn das? Bin mir noch nicht so sicher, wie wir die Apotheke so genau gestalten. Wird hier... Achso, drei braucht man sogar. Hui. Leider sehen die alle gleich aus. Dann würde ich hier davor... So viel Abstand bräuchte man. Okay. Was haben wir dann noch so? Was steht da? Tresenrad. Tresenabgabe. Ah, man braucht wahrscheinlich beides, nehme ich an. Das ist ganz schön weit nach vorne hier, ne? Ne, wir machen es trotzdem so. Aber nicht in Blau. Blau finde ich irgendwie nicht so schön. Was haben wir denn hier? Ach. Ja, das hier finde ich ganz hübsch. Dann haben wir einmal Rad und einmal Abgabe. So. Vielleicht stelle ich die mal ein bisschen auseinander. Und einmal hier das Normale dazwischen. Und eine Ecke wäre noch schön. Die hier. So. Dann haben wir es eigentlich. Können hier noch einmal so. Dann ist hier so quasi der Zwischengang. Schön, wenn hier noch so eine Schranke wäre, dass keiner durchkommt. Dann können wir hier sogar noch drüber machen. Was war denn jetzt was? Oh Gott, sehe ich jetzt gar nicht mehr. Moment, sehe ich das jetzt hier? Abgabe ist das, okay. Abgabe und Rad. Wunderbar, das klappt gut. Hier können wir draußen sogar noch so ein Schildchen aufhängen, auch schön. Dann weiß man direkt, dass hier die Apotheke ist. Perfekt. Was ist das? Das ist ein Kaffeeautomat, den brauche ich nicht. Dann gibt es hier... Ach, guck mal, die Besucherstühle sind hier auch. Aha, was bist du? Rezeptionstisch Mitte. Sieht auch anders aus jetzt alles. Und ja, wir nehmen die normalen Stühle, würde ich sagen. Die passen hier farblich ganz gut. Huch, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ach, kommen die hier durch mit dem Stuhl? Oh Gott. Muss ich vielleicht noch einen so? Aber dann passen ja die Leute nirgendwo mehr hin. Warte mal, ich nehme den vielleicht einfach raus. Dann lassen wir den. Weil ich habe Angst, dass die hier sonst gar nicht mehr an dem Stuhl vorbeikommen. Okay. Und nu? Halt, muss mal reinklicken. Wir brauchen PCs. Dann nehme ich jetzt die normalen, wie sonst auch. Brauche ich Drucker? Scheinbar nicht. Dann gibt es jetzt hier noch irgendwelche Sachen. Medikamentenregale. Okay. Ja, dann würde ich hier sowas noch aufstellen halt irgendwie. Vielleicht hier sogar an die Seite ran. Ich muss mir mal alle angucken. Würde ich hier direkt vor die Tür stellen. Das ist dann groß, ne? Einfach, ja. Stehe ich das dahin. Das macht sich hier ganz gut. Das ist auch wie so eine kleine Wandtrennung quasi. Ah, das ist nochmal so uns in groß. Aha. Was ist der Unterschied davon, frage ich mich gerade. Weiß ich nicht so genau. Stehe ich hier noch eins so hin. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch dasselbe und ich habe es nicht gesehen. Kann sein. Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Ich lasse sie trotzdem alle drei so stehen. Das ist eine volle Apotheke. Ansonsten vielleicht nochmal einen Wasserspender auch hinstellen. Für die Leute. Ja gut. Snackautomat jetzt nicht unbedingt. Vielleicht nochmal einen Stuhl. Vielleicht, falls sich Leute zwischendurch ein bisschen ausruhen wollen. Irgendwo nochmal einen Stuhl hin. Hier, das könnten wir tatsächlich machen, falls die... sich ausruhen müssen quasi. Was ist denn das hier? Der Holzstuhl ist eigentlich ganz hübsch sogar. Könnten wir auch so hier zwei Holzstühle hinmachen? Oder so. Komm, ich stelle mal zwei Stühle hin für die, die warten müssen auf ihre Medikamente. So, ich würde auch... Na, nee, sieht ein bisschen komisch aus. Mehr gibt's nicht, das war's. Das ist jetzt nicht so viel hier für die Apotheke, muss ich ehrlich sagen. Hätte ein bisschen mehr erwartet. Gibt's jetzt hier noch eine schöne Blume? Hier gibt es nochmal eine Pflanze. Eine Apotheke? Na, vielleicht eher nicht. Gibt es hier noch einen Kaktus? So. Die dürfte dann fertig sein. Müssen wir noch Leute einstellen, natürlich. Huch. Warum kann ich keine Leute einstellen? Achso, weil ich nicht im richtigen Ding bin. So. Was haben wir denn hier für Personal? Pharmakologie ist das dann.
Nicht so die Leute, die ich gern hätte. Die hat drei wenigstens davon. Nehmen wir mal die. Ja, ich kann jetzt nur auf Verdacht leider. Na gut. Und abends hätte ich hier auch gerne Leute sitzen. Ja, nehmen wir die mit dem Widerstandslevel. So, Apotheke ist fertig. Sehr schön, wir haben eine Apotheke. Wunderbar. Dann jetzt auch gleich noch, huch, bin ich wieder weggeswitcht, den Souvenirladen, der soll ja auch schön aussehen. Dann nimmt man die gleichen Tresen. Okay, sehr seltsam. Was haben wir denn hier? Also wir brauchen auf jeden Fall wieder Tresen. Könnte man sogar hier machen, nur einen einzigen quasi. Was ist das? Ah, das zeigt quasi, dass hier der Souvenirladen ist. Das ist ja auch schön. Auch das ist niedlich, das Schild, finde ich. Dann mal so hin. Okay. Wir können auch die Dinger nehmen. Dann sieht es nicht so... Obwohl, eigentlich ist es ganz schön, vielleicht in einer anderen Farbe dann. Denn das ist dann dunkelblau quasi einfach. Kann man auch nehmen. Vielleicht mache ich das so hier. So eine Ecke. Na, bin mir noch nicht sicher. Warte mal, ich gucke mir erstmal die Regale gerade an. Wie sehen die denn so aus? Die könnte man zum Beispiel dahin machen. Was ist das? Gemüse? Frisches Obst. Ah, Blumenregal, frisches Obst. Auch schön natürlich. Dann will ich vielleicht hier die Obstdecke machen, dass es quasi so ist, als wäre hier eine kleine Kühlung. Das finde ich ganz schön. So, da wird gekühlt. Luftballons haben wir auch und Magazine. Wir können natürlich auch die Magazine hier hinstellen. Sind scheinbar Schmuddelmagazine dann. Nee, lassen wir mal. Okay. Ja, jetzt muss ich halt überlegen, wo ich halt den Tresen dann hinmache. Vielleicht auch lieber hier wie da. Dann heißt das, dass hier eher die Regale hinkommen würden. Und auch hier lang. Hier kann ich es schon wieder nicht hinstellen, komischerweise. Okay. Wir haben noch Magazine und das Frischobst haben wir schon. Ballons sind dann auch noch. Die stelle ich am Tresenanfang hin. Okay. Gut, ich habe einen Plan. Also zuerst dich hier. Ich mache es sogar grün. Ah komm, wir machen das grün. Ja, hier ist jetzt leider die Tür. Ich hätte die Tür vielleicht eins noch da schieben sollen. Hätte ich das gleich so ranbauen können eigentlich. Na, wir gucken mal. Oder doch so. Ja, doch, ich mache das, glaube ich, so. So. Nein. So, um die Ecke. Hier muss ja auch hinter nichts stehen. Die haben ja Platz quasi. Die kriegen dann grüne Stühle. Wie viel brauche ich denn da? Eigentlich brauche ich da nicht so viele, oder? Da reicht ja auch quasi, wenn da einer arbeitet eigentlich. Dann nehme ich einen Tisch wieder weg. Dann reicht es eigentlich, wenn hier wirklich einer sitzt. Und der kriegt auch von mir einen altmodischen PC. Ich stelle da gleich mal ein... Was? Warum ist das Hausmeister-Symbol? Hä? Warum stelle ich da Hausmeister ein? Verstehe ich nicht. Das ist doch hier das typische Hausmeister-Symbol eigentlich. Ach, hier steht aber Souvenirladenverkäufer. Das ist okay, irgendwas ist hier komisch. Da sieht halt nicht aus wie Verkauf, sondern wirklich wie die Hausmeister. Na gut. Wir nehmen mal die, die ein paar mehr Symbole haben. Was ist los? Warum nicht? Für diesen Raum gibt es keine Nachtschicht. Okay, es gibt nur einen... Der sieht aus wie der Hausmeister. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Warte mal, da muss ich was ändern. Und zwar hier. Mit der Kleidung. Ach, das geht denn als Hausmeister. Okay, aber dann muss ich die Hausmeisterkleidung ändern, weil das geht ja gar nicht. Also, das ist ja furchtbar. Dann sehen die Hausmeister jetzt grün aus. Ja, jetzt hat er was Grünes an. Der geht als Hausmeister. Also, es ist quasi noch gar nicht richtig implementiert, würde ich da mal schätzen. Das ist ja, weiß ich nicht. Es ist auch als vollwertiger DLC hier angeboten. Das finde ich ein bisschen... Also, da hätte man sich ruhig kümmern können. So, dann gibt es hier grüne... Rot finde ich auch ganz schön. Blau finde ich auch schön. Passend zur Apotheke. Na komm, ich mache, glaube ich, wirklich noch die hier. Finde ich ganz hübsch. Stellt man die hin? Gleich neben der Tür? Oder hier einfach so? Und dann rote auch nochmal. Komm, machen wir mehrere Luftballons. Wäre natürlich schön, wenn die wirklich mit diesen Luftballons rumlaufen quasi. Bin ich mal gespannt, ob das passiert. Wir machen das so. Dann stellen wir hier auch nochmal Stühle hin. Finde ich die jetzt gerade hier nicht, die Holzstühle? Moment, ich gehe mal nochmal hier rein. Komisch, dass man die Holzstuhlfarbe nicht ändern kann. So, dann kann man sich hier auch nochmal ausruhen quasi. Und jetzt noch die ganzen Regale hier. Da gibt es Blümchen. Mal gleich zwei. Fruchtsaft gibt es auch.
Muss ich aber irgendwo raufstellen, okay. Habe ich hier mal irgendwo einen Tisch? Ja, so ein Bürotisch ist eigentlich ganz schön zum Waren ausstellen. Gibt es auch Früchte? Okay. Oh, der Tisch ist auch hübsch. Nehme ich vielleicht den? Fragt sich nur gerade, wohin. Fruchtsaft. Eigentlich müsste er ja hier beim Obst sein, ne? Moment. So. Und wo ist jetzt der Saft hin? Okay, aus irgendeinem Grund kann ich es nicht benutzen. Ist hier nicht zugänglich. Okay, das zählt hier irgendwie in der Abteilung nicht. Okay, dann brauche ich auch den Tisch nicht. Das ist ja komisch. Das haben wir schon. Magazine haben wir noch. Achso, jetzt steht da. Okay, das geht nicht. Aber hier. Ah, kommen sie nicht durch. Moment, muss ich die so hinstellen. Okay, das geht auch. Ganz zufrieden bin ich hier mit der Anordnung nicht so. Dann mach ich so. Okay. Das kann man, glaube ich, nehmen. Warte mal. Mach ich so. Und stelle ich da noch eine Pflanze in die Ecke. Ist auch okay. Gut. Dann hätten wir das. Es gibt mehrere Bonbons. Ballons. Nicht Bonbons. Es gibt Obst, Frisches. Natürlich wichtig im Krankenhaus. Die Verkäufer sind drin. Und es gibt Magazin und Blümchen. Sehr gut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich finde das jetzt aber so ganz hübsch eigentlich. Okay. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob wir davon noch weitaus mehr machen müssten. Könnte halt zu wenig sein quasi. Ist jetzt natürlich auch nur eine einzige Etage, wo wir es haben. Vielleicht machen wir da oben hier auch nochmal so eins. Und was wir natürlich jetzt auch noch haben durch diese Dinger hier, ist ein Dienstbüro, eine Kantine. Die bräuchten wir fast mehrfach, ne? Angestelltenkantine. Ist auch nur Angestellte, keine Leute. Dienstbüro, du kannst mit diesem Raum einen Manager anstellen, der die Gesamteffizienz aller Hausmeister erhöht. Ja, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Einen Abstellraum brauchen wir vielleicht auch nochmal für die extra Räume. Einen Lernraum gibt es auch noch. Okay. Ja, ist noch ein bisschen was, aber ich würde jetzt vielleicht erstmal andere Sachen bauen. Also wir sind jetzt erstmal am Folgenende. Übrigens wurde ich gefragt, ob ich mein Krankenhaus mal bei Steam hochladen könnte, dass das quasi nachgespielt werden kann. Ich bemühe mich mal, bis ich diese Folge hochstelle, rauszukriegen, wie das funktioniert. Und wenn ich es geschafft habe, dann werde ich euch den Link, denke ich, in der Videobeschreibung posten zu dem Download dann. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Muss ich halt, wie gesagt, erstmal gucken, wie man das genau macht. Ja, also falls ihr nicht rausgefunden habt, dann werdet ihr den Link wahrscheinlich nicht in der Videobeschreibung finden. Oder falls ich es vergessen habe. Wenn ich dran gedacht habe und es geschafft habe, werdet ihr den Link finden. Also gut, Leute. Dann, schön, dass ihr dabei wart. Gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.